Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute haben wir die Top-Partien SBC und ich weiß schon, was für Kommentare unten stehen wird. Zumindest von den neuen Abonnenten. Und zwar, ja, ich habe nur eins von vier Spielen getroffen. Die schlechteste Prediction für dieses Jahr. Davor hatte ich, glaube ich, einmal zwei von vier und sonst immer drei von vier oder vier von vier. Das Problem ist, erstmal, selbst wenn ihr, sag ich mal, auf diese Seite, wo alle sagen, ich würde das abgucken da, oder viele auch sowieso gucken, die haben auch trotz 15 Spiele Prediction auch nur die unteren Spiele getroffen, ja. Real Madrid gegen Sevilla wollte ich auch mit reinnehmen, aber ich dachte, dreimal spanische Liga in einem Monat ist echt too much, aber sie haben es reingenommen. Man muss dazu sagen, ich hatte ja vor 2-3 Wochen auch mal ein Real Madrid Spiel predicted, deswegen hatte ich sowieso noch viele Real Madrid Spieler dabei. Ajax gegen PSV geht auch für das Doppelte, also die unteren Spiele bringen aber auch nicht so viel Profit. Ich würde sagen Verdopplung, 2,5-fachung. Hamburg gegen Wolfsburg, ja, wenn ihr Bronze-Spieler habt, Silberspieler, wenn ihr die Bronze-Pack-Methode macht, könnt ihr da gut absahen. Jeder Spieler geht auf jeden Fall über 1000 Münzen und hier sind die Spieler für 8.000 bis 9.000 Münzen weggehen. Aber diejenigen, die meine Prediction gucken und noch eine eigene Recherche durchführen, könnt mal schreiben, wer ganz ehrlich dieses Spiel voll predict hätte. Nochmal erwähne ich hier, meine Prediction ist nur, was ich mich vorbereite. Ich weiß doch nicht, was EA aussucht. EA sucht dieses Jahr immer was gegen die Trader. Also, ihr könnt auch alle anderen Predictions angucken. Ich glaube, die meisten haben nur die unteren Spieler predicted. Hamburg gegen Wolfsburg. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel reinkommt. Und jetzt nochmal ganz kurz, für diejenigen, die ganz neu dabei sind. Ja, die älteren Abonnenten wissen das schon. Top-Partien-Investitionen sind, das ist keine kurzfristige Investition, ja. Das ist eine sehr langfristige Investition. Zum Beispiel habe ich jetzt von den Real Madrid-Spielern oder werde von den Real Madrid-Spielern profitieren, weil die schon 2-3 Wochen im Verein liegen. Und wenn ich sowas lese wie, wegen dir habe ich Verlust gemacht. Du machst keinen Verlust. Ich sag doch jedes Mal, kauf die Spieler zum Abstoßpreis. Du kannst doch wieder abstoßen. Wo ist der Verlust da? Wenn du die Spieler dann vorher teuer kaufst, wie gesagt, ich empfehle jeden unten, da ist ein Video, alle wichtigen Informationen, wie man richtig in Top-Partien investiert. Die Zeit nehmen und das mal angucken. Du machst keinen Verlust, indem du in Abstoßspielern investierst. Du kannst auch jederzeit jetzt abstoßen. Du hast vielleicht pro Spieler 20 Münzen Verlust gemacht. Die machst du aber mit dem einen Tipp, den ich jetzt richtig habe, Ajax gegen PSV wieder rein. Also hast du eigentlich keinen Verlust gemacht. Du hast Zeit verloren vielleicht. Nur, wie gesagt, für diejenigen, die halt noch nicht in diesem Metier drin sind, alle älteren Abonnenten, bevor ich groß wurde, Anführungsstrichen groß wurde, wo ich 1000 Abonnenten hatte, das waren alle Leute, die investiert haben, haben ihr Kopf eingeschaltet. Die wissen ganz genau, okay, diesmal habe ich nicht getroffen, trotzdem wird diese Mannschaft wahrscheinlich in 1-3 Wochen drankommen und ich habe die für Abschlusspreisen gekauft. Alle, die denken, wow, ich investiere jetzt, der KC weiß ganz genau, weil er hat vielleicht einen Kumpel bei EA, die Spiele kommen dran, boom, natürlich. Wenn ich, aber wie gesagt, EA nimmt halt in letzter Zeit sehr, sehr komische Spiele dran und woher soll man das wissen, Freunde? Ja, ich kann auch nur predicten, ich sehe doch nicht die Zukunft und wie gesagt, ich erwähne es noch immer und immer wieder, ist eine langfristige Investition, ist für Abschlusspreis gekauft, kannst du abstoßen, machst doch keinen Verlust, wo ist der Verlust? Ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe ein paar Verkäufe, die habe ich vorher verkauft, die können jetzt nicht so Top-Partien. Ich bin nochmal ein bisschen meine französische Liga durchgegangen. Ihr seht hier einen für 9.900 verkauft, 1.300, 2.400, paar random Sachen, ja, Spielerfitness verkauft. Und das ist zum Beispiel auch, was ich sehr oft erwähne, das haben bestimmt viele auch nicht gemacht. Ihr könntet zum Beispiel viele australische Spieler von der australischen Liga, ja, ich habe ja zwei Spiele predicted, im Hype verkaufen. Ich habe zum Beispiel die beiden Spieler für 150 Münzen eingekauft und eben noch verkauft. Hatte aber leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich raus musste. Wie gesagt, in letzter Zeit konzentriere ich mich nicht zu krass mit auf FIFA, weil die Motivation ein bisschen fehlt. Wegen Food Champions und so. Ihr wisst warum. Das ist zum Beispiel ein, wo ihr auch Profit machen konntet, ja. Ich habe auch im Prediction gesagt, das sind die Spiele, die ihr im Hype verkaufen könnt. Mehr kann ich auch nicht machen. Bronze-Pack-Methode, wie gesagt, in Kombination Top-Partien-Investitionen ist sehr stark hier. Die ganzen Hamburg-Spieler gehen weg. Natürlich hatte ich hier Glück, dass ich von den zweiten englischen Liga zwei Spieler hatte und die gingen für 8, 6 und 9.000 weg, ja. Glück gehabt, ja. Bronze-Pack-Methode, wie gesagt, in Kombination. Was ihr auch noch gucken könnt in eurem Verein,
holländische Spieler in der holländischen Liga, die in der Innenverteidigung, Außenverteidigung oder LF-RF-Position spielen, die gehen auch noch für, ja, über 1000 Münzen weg. Hier sind noch die paar Restverkäufe, ja, PSV und Ajax. Ihr seht, hier ist schon weggegangen, den habe ich für 450 Münzen gekauft. Ihr habt sozusagen verdreifacht, vervierfacht. Wie gesagt, meiner Meinung nach, die Leute verstehen das meistens. Deswegen gibt es auch diesen Spruch, die Reichen werden reicher. Die halten diese Spieler, weil die günstig sind. So lange, bis die teuer werden. Und dasselbe mache ich auch. Wie ich schon erwähnt habe, wenn ihr sie für Abstoßpreisen gekauft habt, habt ihr theoretisch keinen Verlust gemacht. Ihr könnt die abstoßen für den Preis, den ihr eingekauft habt. Und ihr habt sozusagen ein bisschen Verlust Gewinn gemacht durch Ajax gegen PSV. Und ich hatte vor dieser Top-Partien SBC 110.000 Münzen gehabt, jetzt habe ich schon anfänglich 40.000 plus gemacht. Ich denke, die anderen Spieler werden auch noch für ein bisschen was weggehen. Dann, ich habe echt gedacht, ich schaffe es diese Woche nicht mehr, die Rea zu holen. Aber wie es aussieht, kann ich doch noch die Rea holen. Und selbst wenn ich nicht treffe, wie ihr seht, ich kann es wieder nur erwähnen, es ist keine kostspielige Investition. Jeder, der das sieht, kann auch Lotto spielen gehen. Ist einfach so, Freunde. Das ist Lotto spielen. Mehr kann ich dir da so nicht sagen. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr noch die Prediction sehen wollt. Ich bringe sie gerne. Ich mache die so oder so. Bisschen halbherzig, weil die Motivation fehlt für FIFA. Aber ja, schreibt mal in den Kommentaren. Ich denke, viele, die länger dabei sind, weiß schon, was sie schreiben. Und die neu dabei sind, weiß ich auch, was sie schreiben. Also von daher, schreibt mir eure Meinung mal rein. Ja, ob ich die Prediction noch bringen soll. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, die nicht zu bringen. Klicksmäßig bringen die mir am wenigsten. Wenn man jetzt, sag ich mal, aus wirklich so einem klickgeilen YouTuber-Sicht sieht, ich kann nur verlieren, jedes Mal, wenn ich nicht treffe, du hast falsch prediktet. Wenn ich treffe, ja, okay, bin ich der größte Held. Selbst als ich damals 3 von 4 getroffen habe und halt die Spieler für nicht viel gingen, weil sie aus der großen Liga kamen, deswegen sage ich immer, investiert nicht so viel in die großen Mannschaften, weil die halt für meistens nur Verdopplung gehen, dann kommt der Spruch, Mann, wegen dir, was bringt das? Ich habe so wenig Gewinn gemacht dadurch nur, ja. Und die kleinen Ligen, wenn ich sage, kauf die für 150 Münzen, und die kommt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit halt kleiner ist, aber wenn, wo macht man am meisten Gewinn? Mit den Spielen, die halt keiner erwartet. Und deswegen nehme ich auch gerne mal kleine Mannschaften dran, ja. Und wenn die kommen, dann kriegt man viel Gewinn. Aber wenn die nicht kommen, habt ihr ja für Abschluss eingekauft und ihr könnt die halt im Verein behalten und wie ihr seht, können die auch mal in Zukunft wieder drankommen. Wie gesagt, die länger dabei sind, hören das wahrscheinlich schon zum 1000. Mal. Trotzdem wollte ich das nochmal für die neuen Abonnenten wiederholen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die SBC. Braucht man einen Spieler von Hamburg, 1 von Wolfsburg, 6 von der Bundesliga, 70 Gesamtwertung. Wie ihr auch hier seht, die EA macht das extra einfach, damit man auch die Trader nicht mehr so viel Gewinn machen. Ihr seht das auch, die ganzen Patches, Updates sind halt gegen die ganzen Trader. Ist halt schwieriger, Gewinn zu machen. Aber man kann immer noch Gewinn machen, wie gesagt. Und ich habe hier hinten einfach eine Bundesliga gebaut und vorne saudi-arabische Liga. Hier erwähne ich auch nochmal für die ganz Neuen, die dabei sind. Ihr müsst meine Spieler nicht 1:1 nachkaufen. Ihr kommt manchmal, zum Beispiel bei hier kommt er nicht auf die 91 Chemie. Baut einfach hinten dann auch eine Bundesliga und vorne eine Liga, die ihr vielleicht, ja, in euren Verein habt, ja. Und nehmt hier vielleicht Spieler, die in euren Verein sind. Zum Beispiel, ich habe ja Schalke gegen Gladbach predicted, ihr könnt die Spieler nehmen. Ihr habt ja keinen Verlust gemacht, wenn ihr die für Abschlusspreisen gekauft habt, wie ich hier. 400 Münzen, ich habe euch gesagt, kauft für Abschluss. Wo habt ihr Verlust gemacht? Ihr könnt die für die SBC benutzen, ihr müsst die so oder so einsetzen. Also, meiner Meinung nach, habe ich hoffentlich gut genug erklärt, wie das Prinzip steht, ja, auch wenn ich, sag ich mal, nicht treffe. Diesmal war es halt unglücklich, weil es wirklich random Spieler dabei sind. Zweites Spiel, Emboro gegen Ipswich. Braucht man 2 Spieler von Emboro oder Ipswich. 4 Champions League Spieler, 3 Ligen, 2 seltene, 67 Gesamtwertungen. Hier habe ich hinten, ja, die zweite englische Liga, die Championship, benutzt. Rechte Seite, seht ihr, ist die zweite französische Liga und vorne ist die zweite italienische Liga. Holt einfach, wie gesagt, Ligen, die meistens nicht gebraucht sind und günstig sind und baut die einfach ein. Ihr braucht ja 3 Ligen. Ist eigentlich auch ganz, ganz einfach. Wie gesagt, kauft meine Spiele nicht 1:1 nach. Das macht keinen Sinn. Ihr solltet so weit dabei sein, dass ihr auch ein bisschen Kopf einschaltet. Wenn ich sage, einfach nur 3 Ligen. Ihr seht ja mein Prinzip ganz, ganz einfach. Hier ein Spieler von Sevilla, 1 von Real Madrid, 6 Liga Santander Spieler, 75 Gesamtwertung, 90 Chemie. Und was habe ich hier gebaut? Hinten spanische Liga mit einer Kombination von der zweiten spanischen Liga. Einfach so, ihr könnt auch hier einen
von der spanischen Liga benutzen. Und ja, hier nochmal argentinische Liga, weil, ja, braucht man nicht, kann ich benutzen. Ihr könnt das eine andere Liga benutzen und eigentlich ganz, ganz einfach hier. Ganz, ganz cheap, ganz, ganz einfach. Wenn ihr hier nochmal einen aus der spanischen Liga benutzt, dann solltet ihr ganz, ganz easy auf die 90 Chemie kommen. Und da kriegen wir ein Jumbo Premium Gold Set. Und kommen dann zu Ajax gegen PSV, wo ich bediktet habe und nicht... Alter, ich habe glaube ich meine Spieler hier verkauft, ich Idiot. So Freunde, ich bin so ein Honk, ich habe einfach meine Innenverteidiger und Linksverteidiger komplett verkauft, ohne nachzugucken, ob ich die hier im Team auch reingestellt habe. Und die musste mir gerade neue kaufen, für 1,3 oder so habe ich die geholt. Wie gesagt, ich habe hier hinten... niederländische Liga und vorne die japanische Liga. Ihr könnt das auch ungefähr so machen. Ich denke mal, ja, wenn ihr hier zum Beispiel jetzt nochmal Stronglings hinbaut, also hier zum Beispiel Niederländer hin, dann hättet ihr auch mehr Chemie gehabt und könnt dann auch hier zum Beispiel einen ZDM-Spieler benutzen, der ein bisschen günstiger ist. Wie gesagt, deswegen LF, RV, LV, LF und Innenverteidiger sind momentan sehr, sehr teuer von der holländischen Liga. Auch wenn die noch Holländer sind, ist noch wichtiger. Könnt ihr auf jeden Fall für ein bisschen Coins verkaufen. Sollten ein paar von der früheren Prediction dabei sein. Schickt mir das ab. Seltene Goldset ist fertig. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein paar Packs auf. Ja, Premium Gold Spieler Set. Mal schauen, ob wir ein bisschen Packlack noch haben. Ihr seht, hier haben wir wieder was verkauft. 2-7 Real Madrid. Wie gesagt, vor 2-3 Wochen habe ich ja Real Madrid Spiel predicted. Kam nicht dran. Und jetzt... habe ich halt ein paar Wochen gehalten, weil ich die für Abschlusspreisen gekauft habe. Den habe ich für 700 gekauft, für 2,7 jetzt verkauft. Und das ist der ganze Prinzip, Freunde. Wie gesagt, wer denkt, in einer Woche, zack, Money, das ist Glücksspiel. Das ist einfach Glücksspiel. Das machen wir auch noch auf, das habe ich von der Wochenaufgabe bekommen. Und ich erwähne es halt, wie gesagt, immer und immer wieder. Ich hoffe, Leute verstehen das dann auch jetzt nach einer Zeit, auch die da neu dabei sind. Wie gesagt, unten ist immer das Video verlinkt, wo ich... Oxlade Chamberlain, wo ich alles genau erkläre, wie man am besten investiert, ohne dass man Verlust macht. Ich glaube, das ist untradable, oder? Ja, ist untradable. Und sonst würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Packs auf. Die da hinten machen wir natürlich wieder nicht auf. Und dann würde ich sagen, machen wir das kleine Elektro-Spieler-Set auf. Ja. Ein paar neue Packs wieder hier am Start. Keine Leinwand. Und das wird Garcia, den habe ich schon. Den ziehe ich so oft, diesen Garcia. Das ist einfach nur noch krank. Als nächstes würde ich sagen, machen wir das nächste Premium Elektrum Spieler Set. Auch fast auf das 81 Plus Team of the Week drauf gekommen. Warte ich immer noch auf eine gute Team of the Week, um es aufzumachen. Ich denke, wir können diese Woche noch De Rea holen. Also Road to De Rea scheint gut zu laufen. Wir sehen hier Joan Keen oder Joan Queen. Nichts mega geiles dabei. Hier eher eventuell, ja, schaue ich mal gleich nach. Sonst nicht so geil. Drei Packs haben wir noch. Jumbo Primus Gold Set Wett aufgemacht. Warten immer noch auf eine Leinwand. Aber da ist sie schon. Jumbo Primus Gold Set lässt mich nie in Stich. Was ist es? Italien, Innenverteidiger, komm! Ist das wieder Chiellini? No, aber es ist Barzagli. Not bad. Oh, stell mir vor, nochmal Chiellini. Da wäre auf jeden Fall De Rea safe dabei gewesen jetzt in dieser Weekend League. Aber Barzagli 85 plus und noch ein Kagawa 83. Kann ich mich nicht beschweren. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsplays, Jumbo Primo Gotze. Und der ist auch nochmal 14k. De Rea, komm näher. Er kommt immer näher, Freunde. Ich denke, es wird, wenn ich die Restverkäufe noch hier alles getätigt habe, ist, denke ich, De Rea sehr, sehr realistisch, ihn noch diese Woche zu bekommen. Und da haben wir noch zwei Packs übrig. Ich würde sagen, wir machen zuerst das Premium Gold Spieler Set auf. Meistens sehe ich da nicht so gute Sachen. Ja, wie erahnt. Das ist so lustig. Ich ziehe einfach aus dem Jumbo Premium Gold Set bessere Spieler als, Premium Gold Spieler Set. Da kommt immer sowas raus. Aber wir können wieder immer noch ein paar Spieler vielleicht bekommen, die in der Top-Partie gebraucht werden. Zum Beispiel hier Sevilla. Kann für was gehen. Tue ich mal auf die Liste drauf, auf die Transferliste. Ansonsten nicht so. Dann gehen wir zum... Oh, hab wieder was verkauft. Gehen wir zum allerletzten Pack. Seltene Gold Set, 12 selten.
Na, ja, keine Leinwand. Leider wieder den eigentlich einen guten Spieler. 85 kann ich mich nicht beschweren. Besagli aus dem Jumbo Bremen Gottsel bekommen. Juve, Szczesny. Und dann, was? Vier Team Fitness. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht sonst, aber nicht so mega. Aber ich kann mich nicht beschweren. Basagli gesungen, 14k. Kagawa geht bestimmt auch noch für 2, 3k. Und nochmal zwei Sachen verkauft, die wir jetzt hier sehen. Wie ihr seht, ihn habe ich für, ja okay, 650 geholt. Ist leicht über Verdopplung. Und ihn habe ich für 450 geholt. Das heißt Verdreifachung. Und wie ich schon erwähnt habe, wenn ihr die Spieler für Abschlusspreis gekauft habt, lasst sie in den Verein. Und ihr werdet nach und nach das Money kommt. Auch wenn ihr jetzt nicht trifft. Das war wie gesagt meine schlechteste Prediction. Kann aber keiner ahnen bei den Spielen. Ganz, ganz ehrlich, Freunde. Und wer gerade neu dabei ist und das dann sieht, denkt sich, oh, was ein Loser. Guckt euch die früheren Bedingungen an. Und ich erwähne es halt nochmal. Das Video ist unten verlinkt. Ich muss es eigentlich nicht nochmal erklären. Ich verlinke es unten, wo ich das alles genau erkläre, wie das abläuft. Es ist eine langfristige Investition. Ich mache meistens halt langfristige Investitionen, weil das die einfachsten Sachen sind. Ja, du kaufst dir einen Abschlusspreis, lässt die im Verein liegen. Keiner investiert, wenn du kein Geld, wenn du die Münzen brauchst, ja, du denkst, okay, ich investiere in dieser Woche und bam, ich verdreifache meine Münzen, ja, weil der Casey es früher mal geschafft hat, das war vielleicht Glück, ja. Investiert nicht, investiert einfach nicht, Freunde. Kein Mensch im echten, das ist echt wie im echten Leben hier. Kein Mensch im Real Life investiert, wenn du kein Geld hast. Du investierst doch nicht dein Geld und denkst dir, wow, nächste Woche brauche ich das Geld aber wieder. Nein, deswegen heißt es, die Reichen werden reicher. Ist einfach so, ist Fact. Ich investiere in so viele Abschlussspieler und wenn es 2-3 Wochen dauert, boom, dann sind die halt dann 3, 4 mal, 5 mal zu teuer, wie ich die eingekauft habe. Ihr müsst die halt länger halten und ihr seht doch trotzdem, jede Woche mache ich hier ein bisschen Plus, ja. Hier vielleicht jetzt nur 40, 50, ja wieder 50.000, wie ich gesagt habe. Natürlich ein bisschen Glück, ja, durch die Bronzeback-Methode kombiniert, habe ich schon gesagt. Es ist schon viel zu lang, das Video. Schreibt mir eure Meinung unten nochmal unten drunter, was ihr darüber denkt, ja. Und sonst, ja, soll ich die Prediction weiterbringen oder nicht? Mir ist es egal, ich mache die so oder so weiter. Muss das aber kein Video drüber machen. Ich kann ein anderes Video machen, anderes Format. Ist dieselbe Frage wie letzte Woche. Ich denke, viele sind dafür immer noch. Nur die halt, die nicht den Kopf einschalten, sind dagegen, weil die denken, Quick Money gibt's auf der Welt nicht. Auch nicht bei FIFA gibt's kein Quick Money. Da musst du so IG Force gehen, mein Freund. Und dann würde ich sagen, das war's vom Video. Tut mir leid, dass ein bisschen wieder so ragey rüberkam. Aber ich hoffe, euch das Video hat trotzdem gefallen und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao.